Heute Morgen hatte ich versprochen, dass wir uns um die Hochachse kümmern. Und diese Hochachse ist dafür verantwortlich, ob wir entweder Kälte haben oder dieses typische Siffwetter. Dieses typische Siffwetter stammt auch von der Einstellung und Umstellung der Großwetterlage zwischen den Jahren. Da hat sich unser Winter eingependelt und es besteht jetzt Ende Januar nochmal eine Chance, da rauszukommen bzw. eine neuerliche Weichenstellung zu bekommen für den Februar. Das schauen wir uns auch an. Grüße Sie und grüße euch. So klassische Mildwinter, die durchgehend nur mild sind, sind ja oft freundlich, Südwest geprägt und haben viel Sonnenschein. Und wir befinden uns jetzt ständig am Rande des Hochs, wo tiefe Wolken, Hochnebel und milde Luft von der Nordsee dominieren. Und das ist die Wetterlage nach dem amerikanischen GFS-Modell in einer Woche. Hier haben wir Deutschland, der Hochkern liegt knapp westlich von uns. Und das ist das Problem. Was haben wir denn da noch? Die berühmt-berüchtigte Omega-Lage, die mal wieder klassisch ist. Wir haben auf der Ostseite das kalte Tief, auf der Westseite das milde Tief, das Hoch wird gestützt. Das Problem ist, dass wir auf der falschen Seite des Hochs liegen. Das heißt, die milde Luft, die um das Hoch herumkommt, strömt von Nordwesten nach Deutschland rein, bringt diese tiefen Wolken, Hochnebel. Und wir haben keine Chance, dass es aufklart und auskühlt. Und allenfalls im Südosten, wo die Luft vielleicht noch ein bisschen kälter, teilweise auch trockener ist, da haben wir dann einen winterlichen Touch. Soweit das amerikanische GFS-Modell. Wenn wir uns jetzt das europäische EZMWF-Modell anschauen, dass das ganze System noch weiter im Westen, allerdings liegt der Hochkeil über uns, da wäre es dann im Süden ruhig und im Nordwesten hätten wir diesen Siff. Und man sieht hier diesen Keil mit der relativ kalten Luft. Und es geht ja nur um wenige hundert Kilometer. Läge das Hoch über uns, wäre es kalt. Läge das Hoch noch ein paar hundert Kilometer weiter im Osten, wäre es auch kalt, weil das Tief da wäre. Und läge es ganz, 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 ganz weit im Osten, so wie in den klassischen Mildwintern, dann hätten wir die Südwestströmung und es wäre wenigstens schön und es wäre ein Ende abzusehen, aber das geht ja so weiter. Und die Auswirkungen wollen wir uns mal anschauen mit der Lage des Hochs. Das europäische EZMWF-Modell, wir zoomen jetzt da mal rein, hier haben wir wieder Deutschland und die Hochachse. Und auf der Nordseite der Hochachse haben wir die milde Siffseite, wo von der Nordsee her und vom Atlantik über die Nordsee eben die milde Luft hereinkommt. Und auf der anderen Seite haben wir die kalte Seite mit dem Ostwind und direkt unter dem Hoch Inversion. Das ist völlig wurscht, welche Temperaturen wir in 1500 Meter Höhe haben, liegt das Hoch genau drüber. Und wir haben zum Beispiel eine Schneedecke und das war mal eingeflossene Kaltluft, dann ist das kalt. Haben wir allerdings keine Schneedecke und eingeflossene Nordseeluft, dann bleibt es mild, wie es zum Beispiel im Dezember mal der Fall war, wo es winterlich war. Dann kam diese ganze milde Siffluft und das Hoch hat sich drüber gestülpt. Da war es das dann mit dem Winterwetter. Und das amerikanische GFS-Modell macht die Lage ein bisschen anders und lässt die Hochachse über dem Süden Deutschlands verlaufen. Auf der Nordseite ist eher die milde Siffluft, vor allen Dingen an den Küsten. Und die kalte Seite ist dann eben im Süden. Und was hat das für Auswirkungen? Wenn wir, wie beispielsweise im Dezember nach der winterlichen Phase, auf der milden Seite sind, weil das Hoch hier liegt, dann strömt die feuchte Luft von der Nordsee zu uns, bringt Nebel, Hochnebel, Nieselregen. Höchstwerte 5 bis 8 Grad, Tiefstwerte 7 bis 4 Grad und im Süden ein ähnliches Spiel, nur mit kälteren Temperaturen. Liegt das Hoch genau über der Mitte Deutschlands, ist es im Norden eben mild, im Süden allerdings kalt. Und würde das Hoch noch ein bisschen weiter im Norden liegen und wir hätten dann eine schwache Ostlage, wäre es deutlich kälter. Das sind ganz, ganz, ganz große Unterschiede, obwohl die Hochkerne nur wenige hundert Kilometer auseinander liegen. Und in dieser Phase befinden wir uns, wo das Hoch mit seinem Kern ständig wechselt. Das sehen wir auch in den Ensembles. Wir beginnen mal mit den Niederlanden, hier für Amsterdam, und haben die 2 Meter Temperaturen, die Niederschläge und was von den Niederschlägen theoretisch als Schnee runterkommen würde. Es bleibt hier bei weit über 0 Grad. Erst hinten raus sind einzelne Läufe dabei, die weit nach unten gehen. Da wäre das Hoch dann weit genug im Norden und wir hätten eine Ostströmung. Und einiges an Niederschlägen hinten raus, wo ein paar davon als Schnee niedergehen würden. Zum Beispiel hier, dieser kalte Lauf zeigt dann eben auch Schnee
bis in die Niederlande. Ist aber verschwindend gering und wenn man sich das so auf einen Blick anschaut, geht es im Prinzip so weiter wie bisher. Gehen wir einen Schritt weiter, gehen ins Ruhrgebiet. Das heißt, wir kommen so ein bisschen weiter ins Binnenland rein, nur Ruhrgebiet, Niederrhein. Da sind einzelne Läufe dabei, die es schon kälter machen. Hinten raus sind ein paar mehr dabei, die auch kälter sind. Und die Niederschläge, die runterkommen, da sind ein paar mehr dabei, die als Schnee niedergehen würden. Und übrigens auch jetzt am Donnerstag sind ein paar Schneeregen, Schnee und Graupelschauer dabei. Und da ist jetzt die Quellenangabe drüber, da geht es auch rauf und runter. Das heißt zum Beispiel die Schneehöhenkarten, die wir immer wieder zeigen, das ist auch nur eine Richtlinie und nicht in Stein gemeißelt. Erklären wir aber dann an anderer Stelle. Kommen wir an die Ostseeküste, da sind wir also weiter von der Nordsee logischerweise weg. Auch hier deutlich kältere Temperaturen und das Mittel aller Berechnungen liegt nicht mehr so deutlich im Plusbereich, sondern nur wenig über 0 Grad, ist allerdings auch siffig. Niederschläge mehr und mehr doch als Schnee. Wenn wir in die Mitte Deutschlands gehen, hier das Beispiel für Erfurt in Thüringen, Thüringer Becken. Da liegt die Temperatur bei um die 0 Grad. Viele Läufe sind dabei, die deutlich weiter unten bleiben. Da sind wir dann südlich der Hochachse bei den trockenen Läufen. Und hinten raus sind schon mal ganz schön kalte dabei. Auch die Niederschläge, die runterkommen, doch zunehmend dann als Schnee. Wenn wir in den Südwesten gehen und ins Schweizer Mittelland, aha, obwohl wir im Südwesten sind, ist es hier relativ kalt mit vielen Ausreißern nach unten, weil wir hier unter dieser Linie liegen, die wir eben gesehen haben, unterhalb des Nordseesiffs in der kalten Lage. Und hinten raus Richtung Ende Januar nehmen die Niederschläge wieder zu, wobei da auch viele als Schnee runterkommen würden. Und wenn wir an die Ostalpen gehen, so praktisch München, Garmisch, ostwärts über Salzburg Richtung Oberösterreich. Auch hier ist es deutlich kälter. Die Temperaturen sind weiter unten mit einigen Läufen dabei, die tief in den Frost gehen, mit immer wieder Niederschlagssignalen, die fast durchgehend als Schnee fallen würden. Da ist die Alpen die Barriere, wenn die Strömung aus nördlichen Richtungen kommt und auf der Alpen-Südseite. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel für die Steiermark. Da ist es ruhig. Relativ wenige Niederschläge. Wenn die Niederschläge kommen würden, kämen die auch als Schnee. Und hier erkennen wir dann die Temperaturen, tagsüber im Plusbereich, nachts im Minusbereich, alles sehr, sehr ruhig durch viel Hochdruckeinfluss. Zu guter Letzt noch der Blick auf die gemittelte Großwetterlage für den 1. Februar. Da ist das kräftige Azorenhoch. Der Hochkeil liegt östlich von uns. Hier wäre die Hochachse in Verbindung dann mit dem Hoch über dem Kontinent. Wohlgemerkt alles aus den gemittelten Wetterlagen heraus. Und auch hier wären wir in der Schweiz, im äußersten Süden Deutschlands und in Teilen Österreichs auf der kalten, auf der anderen Seite, auf der eher milden Seite, bedingt durch das Tief. Und da das Ganze gemittelt ist, gibt es natürlich die Verschiebung einmal nach Westen, einmal nach Süden, einmal nach Osten. Es ist nur das Mittel. Ähnlich auch mit den Temperaturen. Die minus 5 Grad Isotherme verläuft genau diagonal über Mitteleuropa. Hier ist die kalte Seite, hier ist die mildere Seite, wabert hin und her. Das heißt, in diesem Trott, in dem wir seit Wochen drin sind, werden wir auch bleiben mit einer kleinen Nuance und ab, na, wie wollte ich jetzt sagen, fällt mir jetzt nicht ein, das Wort, auf jeden Fall in Richtung etwas kälter. Die Abstufung war's.